Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Und heute bin ich im Windpark zwischen Sehende und Lehrte. Ich stehe gleich hier unter einer G15S. Da sieht man sie. Ja, und von diesem Anlagentyp gibt es in diesem Windpark ganze 5 Stück. Nämlich da vorne sind die anderen 4, die steht ein bisschen abseits von den anderen, da sieht man sie. Ja. Mit einer Nabenhöhe von 65 Meter und Durchmesser von 70 Meter. 70,5 Meter sind das, glaube ich. Ja, und dann sieht man noch jetzt nicht nur die Flügel, das sind 6 mal eine Panel 70. Und ja, sonst stehen ja nochmal 5x Gamesa G80. Ja. Ich wollte euch jetzt mal zeigen hier. Das ist jetzt kein besonderer Windpark, sage ich mal, aber doch, dass die Gamesa G80 stehen. Schon was Besonderes. Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht, von wann der Windpark ist. Ich schreibe es mal rein. Wir haben die Gamesa G80, sind ja fast baugleich mit dem Wessers V80. Nabenhöhe von 60 Meter und ein Rohrdurchmesser von 80 Meter und ja, 2 Megawatt halt. Ne? Ja, jedenfalls, ich habe noch ganz viele andere Windparks am Horizont. Da wo ich auch letztes Jahr war, fällt gerade der Name nicht ein. Vor allem den Repowern, den 34M104. Da hinten sieht man noch Enercon 2 Stück. Ich glaube, das sind die E40 oder die 48, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch E70. Und ja, dann geht das alles hier weiter. Denn das Kraftwerk Mee rum. Und daneben stehen dann die Senion 3.4 oder 0M122. Ja, ich wollte es mal hier mal kurz zeigen. Ja, große G15S. Ja, ist ganz cool hier. Ja, das war nur so ein kleines Video, wollte ich euch mal kurz zeigen, wie das hier ist, wie das hier aussieht. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis dann und ciao.